In der Presse verlautet, dass sie nicht gegen EU-Gesetze verstoßen haben und deswegen keinerlei Entschädigungszahlungen in Europa leisten werden. Wie war? War da irgendwie so eine Betrugssoftware? Nee, war nur geschummelt. Dafür kriegt man keine Strafe. Ne? War es Betrugssoftware? Kommt drauf an. Müssen die Gerichte klären. Ne? Und aktuell geht es also darum, dass jetzt die Volkswagen mit den EA 189 Motoren, EA steht für Entwicklungsauftrag, ganz deutsch, ja. Volkswagen, jawohl. 1,6 Liter Motor ist das, Diesel. Der kann nun die Umrüstung beginnen. Insgesamt geht es wohl um 2,4 Millionen Autos. Und wenn man jetzt dort eine richtige Abgaslösung einbauen würde, die tatsächlich die Grenzwerte erreichen würde, dann würden dafür, ich sag mal, bestimmt 500 Euro fällig. Längere Zeit des Einbaus, Zulieferer wollen auch Geld sehen und 500 Euro pro Auto, dann würden die jetzt 1 Milliarde locker ausgeben müssen. Und so, wie sie jetzt in den USA zahlen müssen, wie ihre Verkaufsdinge eingebrochen sind, jetzt gibt es Werbung für den Golf. War lange Jahre überhaupt nicht nötig, für einen Golf Reklame zu machen. Auf einmal machen die Reklame für einen Golf hinten auf der Fernsehzeitung. Na super, muss ihnen schlecht gehen. Denn Werbung wird immer dann gemacht, wenn es entweder wahnsinnig viel Geld zu verdienen gibt oder aber wenn es den Leuten schlecht geht. Eins von beiden. So 1 Milliarde miese mehr geht nicht. Ne? Drum wird jetzt so eine ganz billige Lösung, ein bisschen Plastik, wird da also in den Ansaugtrakt wohl eingeschraubt. Alles zusammen, ich sag mal 150, 200 Euro. Damit sind es auch schon 500, 550, 600 Millionen Kosten, die die haben werden. Die EU drängt auf Entschädigung und es gab wohl schon einen Passat-Verkäufer, der hat seinen Passat verkauft, genau so ein Modell, und sagt, er hat weniger bekommen, als er bekommen hätte, wenn der Wagen abgastechnisch einwandfrei gewesen wäre, hat dafür umgeklagt und scheitert wohl in den unteren Instanzen. Wie weit das weitergetragen wird, wann das oben ankommen wird, ob das irgendwann mal beim Europäischen Gerichtshof ankommen wird und die werden dann eine Entscheidung fällen, weiß man nicht. Ne? Warum hat es jetzt in den USA die Entschädigung gegeben und bei uns nicht? Diese Frage müssen wir uns stellen. Und bei uns wird immer gesagt, das europäische System, vor allem das deutsche System, ist das viel sozialere, das viel bessere System. Und dieser Raubtierkapitalismus in den USA, die reinste Katastrophe, das ist vom Übelsten, das war und da gespeist durch unsere rot-grünen Medien. Die Amerikaner sind die Umweltverschmutzer und die Drecksack, militant, Imperialisten und so weiter, schlagen die auf die Amerikaner, wo sie sie treffen können, ein. Und da hat sich in der Bevölkerung ein sehr breiter Anti-Amerikanismus entwickelt und verfestigt. Und auf einmal sehen wir, der amerikanische Bürger bekommt für seinen Volkswagen eine Entschädigung, gar nicht mal so knapp, und der Deutsche nicht.